Heute gibt es Pizza für 4 Personen. Das ergibt 2 Bleche. Nach Weight Watchers pro Person 11 Punkte. Das ergibt ein halbes Blech. Zuerst gebe ich Weizenmehl 330 Gramm in den Mixtopf. Und 10 Gramm Olivenöl. 2 Prisen Zucker. Einen halben Teelöffel Salz. Hundertdreißig Gramm lauwarmes Wasser. Und ein Würfel frische Hefe, die ich ein bisschen im Mixtopf zerbrösel. Nun wird alles zu einem Teig verarbeitet, bei 3 Minuten und Knetstufe. Wenn der Teig gleich fertig ist, muss er anschließend eine halbe Stunde an einem warmen Ort abgedeckt gehen. In der Zwischenzeit mache ich schon mal die Soße. Dafür gebe ich 470 Gramm passierte Tomaten in den Mixtopf. Der Mixtopf muss vorher nicht ausgespült werden. Und eine Dose Tomatenmark. Dann gebe ich noch 2 Teelöffel getrocknete Oregano und Thymian dazu. Und Salz und Pfeffer darf natürlich auch nicht fehlen. Dann kommen noch 3 Teelöffel italienische Kräutermischung dazu. Und ich gebe noch ein paar frische Basilikumblätter mit hinein. Dann wird alles 6 Minuten bei 100 Grad und Rührstufe aufgekocht. Das sind die Zutaten, die ich verwende für die beiden Bleche. Man sieht schön, dass der Teig aufgegangen ist. Nun rolle ich den Teig aus und teile ihn in 2 Stücke. Inzwischen habe ich den Ofen bei 250 Grad Umluft aufgeheizt. Roll jetzt ein Teil von dem Teig aus, dass er auf das Blech passt. Ich benutze nun einen Pizzastein. Und dieser ausgerollte Teig wird 4 Minuten in den heißen Backofen vorgebacken, möglichst weit nach unten. In der Zwischenzeit rolle ich den zweiten Teil des Teiges aus, platziere ihn auf eine Backfolie und stelle diesen erstmal zur Seite. Den ersten Teil habe ich aus dem Ofen mal wieder hinausgeholt und belege ihn jetzt mit der Tomatensauce, die wir hergestellt haben. Und dann kommt Weight Watchers Salami da drauf, Zwiebeln, bisschen Knoblauch, Ananas, eine halbe Kugel Mozzarella, Light natürlich und Käse 30%. Fettgehalt in der Trockenmasse. Das Ganze geht dann nochmal 8 Minuten in den Backofen
Und der Vorgang wird dann gleich wiederholt mit dem zweiten Teil, nur dass ich da dann nochmal Thunfisch mit benutzt habe. Aber das kann jeder machen, wonach ihm ist. Das Rezept findet ihr wie immer unter perabellasblogspot.de. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit.